Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Bildvideo von mir. Eine Frage. Ihr seid es leid, mit Schusswaffen zu spielen und habt so überhaupt keinen Bock auf diese ständige Zielen und ihr seid eventuell auch noch Fan von God of War, den neueren Teilen. Dann habe ich heute den richtigen Bild für euch. Und zwar, ich nenne ihn einfach mal ganz dreisterweise den God of War Bild, denn wir werden nahezu ausschließlich mit einer Axt spielen, die wir werfen können. Sprich, wir verbrauchen keine Munition. Und unser Beiwerk, also wir haben natürlich Waffen, doch diese dienen ausschließlich, um irgendwelche Buffs auszulösen, beziehungsweise besondere Effekte. Ja, und ohne groß Tamtam und Gelaber, wie immer, fangen wir dann direkt mit dem Bild an. Wäre cool, wenn ihr an ein Like denken könntet, wenn ihr das Video gut findet. Das finde ich schön. Und auf geht's in das Bildvideo. Okay, da wären wir. Beginnen wir mit den Klassen. In der Hauptklasse haben wir den Ritualisten. Jetzt werden manche von euch denken, schon wieder, ja, wir werden hier sehr, sehr viel mit Elementarschaden auf unserer Axt arbeiten und wir fügen nahezu alle Elemente zu, außer Feuer. Und hierbei natürlich am besten den Ritualisten auf 10. Das Wichtigste ist die Fähigkeit des Ritualisten, nämlich niederträchtig. Dadurch springen unsere Elementareffekte auf alle anderen Gegner in der Nähe über. Und das ist toll, denn dadurch wird unsere Axt zu einer regelrechten Massenvernichtungswaffe. Hier bietet es sich an, dass wir Miasma nehmen, denn wir werden sowieso den Elementar-Damage verstärken. Also es gibt da keine bessere Auswahl, und Miasma ist am dienlichsten. Ihr fügt dadurch Gegnern, die bei euch in der Nähe stehen, so und so viel Schaden über Zeit zu und dabei jedes Element wird angewendet. Das ist ziemlich cool. Und als Zweitklasse nehmen wir den Draufgänger, weil zum einen haben wir dadurch starkes Rückgrat, wir können schwerere Ausrüstung tragen, da kommen wir gleich noch dazu. Und Koloss ist uns hier sehr, sehr dienlich, denn wir werden nahezu unaufhaltsam und erhalten 3 Stapel Bollwerk. Das ist okay, das können wir nutzen, das ist ganz schön. 15% Bewegungstempo, Nahkampfgeschwindigkeit, wir schmeißen schneller mit der Axt. Und reduzierte Ausdauerkosten, was uns dienlich ist, denn wir nutzen ja keine Munition und wir müssen gucken, dass wir immer schön Ausdauer haben. Deswegen ist Koloss hier einfach eine grandiose Wahl. Ja, so schnell, so einfach. Das sind unsere Klassen für diesen Bild. Rüstung und Relikt. Für die Rüstung habe ich mich dieses Mal für das leere Set entschieden. Es ist mal was anderes, sieht ganz cool aus und hey, wir haben hier Space Kratos. Er hat sogar fast sowas wie eine Glatze mit einem Zapfen auf der Birne. Stats sind relativ okay, aber hier sage ich einfach mal, nehmt was ihr wollt, um Himmels Willen. Wirklich, also bei der Rüstung hier, wenn ihr euch damit unwohl fühlt, ihr könnt auch eine dicke Rüstung anziehen. Ich habe das hier nur rein aus Style an. Für Effektivität natürlich ist Lidos Rüstung vermutlich besser, aber mir geht es halt hier einfach mal auch ums Aussehen. Deswegen nehme ich diese hier. Wichtiger jedoch ist es, was ihr bei eurem Herz benutzt. Ich nutze hier das ruhige Herz. Ihr könnt euch alternativ allerdings auch für das abgeschirmte Herz entscheiden, denn dadurch bekommt ihr einen Schild für 100% der 20 Sekunden anhält. Das wäre auch nicht so dumm, wenn ihr das ruhige Herz nicht habt. Einfach nur, damit ihr nochmal eine doppelte Absicherung habt. Wir gehen mal davon aus, dass ihr das ruhige Herz habt. Dann Fähigkeit ist halt einfach, dass man Leben regeneriert, pipapo. Wichtiger, achtet bei einem Axtbild, also bei dem Krell-Axtbild, unbedingt auf die Reliktfragmente, die in das Herz sockelt. Ich muss es an der Stelle anmerken, wenn ihr experimentieren möchtet, testet es bitte in Station 13 bei den Dummies aus. Denn der Schaden der Axt ist ziemlich speziell. Jetzt, mancher von euch würde zum Beispiel schon sagen, ja, oh geil, ich habe doch hier, das Reliktfragment, das Nahkampfschaden erhöht. Macht es nicht. Macht es bitte nicht. Ich habe es probiert, es erhöht den Schaden nicht. Es zählt wirklich nur der Schaden, den du ausübst, solange du die Axt in der Hand hast, also wirklich richtig angreifst. Wenn du sie schmeißt, bekommst du den Bonus nicht.
Deswegen ist meine Empfehlung hier Elementarschaden. Das zählt, also den Schaden des Elementes, das die Axt zufügt, also in unserem Fall dann Blitz, Korrosion und Blutung, also 3. Verringerter Schaden, damit wir einfach ein bisschen überlebensfähiger sind. Und Nahkampfaufladekostenreduktion, denn ja, wir wollen die Axt möglichst häufig schmeißen und wir bekommen eine Reduktion von 30% darauf. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch mehr Schutz nehmen, aber achtet drauf, ihr verbraucht viel Ausdauer, sei es nun Rennen, Rollen und halt eben auch Angriffe mit der Axt. Ihr müsst da ein bisschen hauswirtschaften. Deswegen ist es mir wichtiger gewesen, dass wir wenigstens beim Angriff ein bisschen Ausdauer einsparen. Testet da aus, das hier ist meine Empfehlung. Wenn ihr euch anders wohler fühlt, macht das einfach. Es ist nichts festgesetzt. Ich kann hier nur einen Denkanstoß geben. Und das war es sogar schon. Rüstung und Relikt. Bewaffnung. Bewaffnung habe ich mich hier für die Funkenfeuerschrotflinte aus dem DLC entschieden, aus einem bestimmten Grund. Das hat Kombopotenzial. Wir können mit der Axt dann tatsächlich eine Kombo machen. Und zwar fügt die Funkenfeuerschrotflinte bedingungslos Feuerschaden zu. Und man kann ein ganz frei entscheidbares Mod einsetzen, in unserem Fall Schleichender Nebel. Bekommt ihr, glaube ich, auch im DLC. Feuert einen Kanister ab, der beim Aufprall platzt und einen Nebel entfaltet, der sich 5 Sekunden lang von 11,25 bis 22,5 Meter ausbreitet. Dauer des Nebels 20 Sekunden. Länger sollten wir auch nicht brauchen. Vom Nebel betroffene Gegner erhalten 25% zusätzlichen Statuseffektschaden. Und wir fügen ja viel Statuseffektschaden zu. Und sind 5% anfälliger für alle kritischen Treffer. Und ja, die Axt kann kritten, wenn du damit eben die dementsprechenden Trefferpunkte erwischt. Wenn. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das Ding macht so schon Hölle viel Schaden. Der Debuff bleibt 10 Sekunden bestehen, sobald ein Gegner darunter leidet. Ja. Dann habe ich hier noch einfach, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Den Mutator erweitert rein, erhöht das Magazin um 40% und lädt 15% schneller nach bei Level 10. Dann kommen wir zu unserem Prunkstück, die Axt der Krell. Macht von Haus aus Blitzdamage, kannst du schmeißen, macht gut Schaden. Verseuchte Klinge könnt ihr euch bei Dwell in Station 13, das ist der Pan, kaufen. Der Nahkampfschaden wird beim Zielen pro Verätzstapel um 20% erhöht. Da ist es wieder so, da zählt das Schmeißen wieder als Nahkampfschaden. Es ist ganz wirr. Testet es bitte aus. Wenn ihr hier wirklich sagt, hey, das und das wäre besser oder das und das, testet es bitte aus. Hier funktioniert es dann wieder bei dem Mutator. Es gibt Sachen, da geht es einfach nicht. Es ist komisch. Unbedingt verseuchte Klinge auf Level 10 bringen, denn dann macht ihr immer verätzend Damage. Aufgeladene Nahkampfangriffe. Die Axt zu schmeißen ist ein Charge. Macht da auch noch Säureschaden dazu. Bestialisches Teil, das Ding. Bestialisch, mehr kann man nicht sagen. Und Tech 22, hohe Feuerrate. Schaden ist okay. Hier halt Lead von F4, verlangsamt Gegner und in einem Bereich nehmt ihr so und so viel weniger Schaden. 15% Schadenreduktion, Gegner werden verlangsamt, pipapo. Also unsere beiden Waffen sind hier größtenteils nur Support. Das hier ist unsere Waffe. Okay, das war die Bewaffnung. Ich knack schon. Kommen wir zum Schmuck. Für den Schmuck habe ich mich einmal für das Blutjuwel entschieden. Aufgeladene Nahkampfangriffe, die Axt zu schmeißen ist ein Charge, wenden Bluten an und erzeugen so und so viel 1675,6 Blutungsschaden im Laufe von 47 Sekunden. Es ist wichtig, dass wir einfach den Damage zufügen, dass er eine Weile bestehen bleibt. Und eine knappe Minute ist ziemlich lang. Warum? Kommen wir zu dem Kombo-Potenzial. Und zwar mit dem Ahne-Kristall. Verursacht 5% zusätzlichen Schaden für jeden Statuseffekt, unter dem das Ziel leidet. Unsere Axt alleine macht 3.
Also Blitzschaden von Haus aus, durch die verseuchte Klinge macht sie auch noch verätzt und durch den Blutungsjuwel hier macht sie auch noch Blutungsschaden. Die Kombo ist dann noch einfach nur irgendeinen Treffer landen mit der Flinte, Brandschaden. Das heißt Maximalbonus von 20% Bonus Damage auf alles, auch der Damage über Zeit. Dann altbekanntes, Roter Ring des Todes, verdoppelt den letzten negativen Statuseffektschaden. Macht zwar ein bisschen weniger Statuseffektschaden über Zeit halt, also. Was rede ich denn? Verdoppelt den letzten negativen Statuseffektschaden, der auf das Ziel gewirkt wurde. Reduziert den ausgehenden Statuseffektschaden um 10%. Das ist hinnehmbar. Das ist hinnehmbar. Erhöht Statuseffektschaden um 25, sprich um 15. Wir nehmen da einfach die 10 hier wieder weg. Dann bekommen wir um 15 immerhin noch. Und Statuseffektdauer wird um 65 reduziert. Kann uns am Arsch vorbeigehen, denn durch die angeborene Fähigkeit des Ritualisten gehen wir im Plus raus. Also das hier wird total ausgekontert. Der Statuseffektdauer Malus von 65%. Könnt ihr drauf scheißen. Und hier kann ich euch anbieten mehreres. Ich habe mich für den Signet der Matriarchin entschieden, aus einem ganz bestimmten Grund. Erhöht Nahkampfschaden um 35%. Hier zählt es wieder komischerweise, wenn du die Axt schmeißt, 35% mehr Schaden. Und sorgt dafür, dass alle erfolgreichen Nahkampfangriffe, schmeißen ist ein Nahkampfangriff, 10 Ausdauer wiederherstellen. Das ist toll. Ihr könnt wie ein MG-Geschütz dann Äxte schmeißen. Wenn ihr das hier nicht habt oder sagt euch, nicht so ganz so meinst, es ist erhöht halt den reinen Nahkampfschaden, den die Axt zufügt, dann kann ich euch noch nahelegen, Ausdünstungsverstärker, Säureschaden wird verstärkt und Korrosivschaden um 50%. Oder, wo haben wir ihn denn? Den hier, das Schockgerät. Elektroschockschaden um 20% und Schaden durch Überladen um 50%. Harmonisiert alles richtig, richtig toll miteinander. Hier habe ich noch nicht getestet. Wenn ihr es probieren wollt, Nahkampftreffer erhalten 1,5% verursachten Basisschaden als Lebensraub. Wenn ihr mit einer fetten Rüstung spielt, es wäre eine Überlegung wert, ob das funktioniert, weil eigentlich müsste, aber es ist wie gesagt speziell bei der Axt. Es triggert nicht alles. Das wären also meine Ideen diesbezüglich. Das hier ist mein Bild. Wenn ihr was dann verändern möchtet, liebend gerne. Und dann kommen wir zu den Traits, also den Eigenschaften. Fast geschafft. Okay, Heimsuchung standardmäßig 10 wegen der Klasse. Verschanzen 10. Wir spielen übrigens auf Apokalypse, dann kann keiner jammern. Oh, du zeigst es ja nicht auf Apokalypse. Ja, ich bin ja dabei. Ja, dann wird einfach unsere Rüstung verbessert. Lebensregeneration durch Neubewuchs auf 10, sehr, sehr wichtig. Angeboren starkes Rückgrat plus 15 Gewichtsschwellenwert, das ist schön. Notfallbehandlung auf plus 10. Leider habe ich nur 5 Punkte in Vitalität übrig gehabt. Es ärgert mich etwas, aber es muss so gehen. Deswegen 5 Punkte in Vitalität. Kondition habe ich leider nur einen Punkt. Wenn ihr da irgendwo variieren könnt und möchtet und wollt, wäre mein Vorschlag. Ihr könntet theoretisch auf Arkanschlag verzichten. Diese 10 Punkte könnt ihr dann aufteilen auf die 3 bzw. diese 4 Fähigkeiten, wenn ihr das denn möchtet. Dann, ganz wichtig, Amplitude 10 Punkte, denn der AOE-Damage, den die Axt zufügt, durch die angeborene Fähigkeit des Ritualisten, dass das überspringt, wird dadurch um 50% vergrößert. Sprich, ihr solltet in einem großen Bereich alles damit töten können. Mit einem einzigen Treffer. Arkanschlag, Nahkampfangriffe bauen 50% des Damage als Mod-Energie auf.
Werde ich vielleicht auch noch austauschen, mal schauen, weil so wichtig sind mir Mods bei dem Bild nicht. Bin ich ehrlich, sind Support, aber eigentlich muss die Axt für sich alleine stehen können. Rindenhaut, 10 Punkte für verringerten Damage. Schattenhaut, verringerte Elementar-Damage. Und Vampir für Life Leech. Wenn ihr wollt, hier rechts am Rand könnt ihr nochmal nachlesen, in was ich alles geskillt habe. Okay, das wären die Trades gewesen. Kommen wir zum Gameplay. Okay, na dann wollen wir mal. Ich kann bloß noch zusätzlich erwähnen, dieser Build würde sehr, sehr von dem nächsten DLC profitieren. Insofern wieder 10 zusätzliche Trade-Punkte dazukommen, was wohl der Fall sein wird. Ihr habt es ja gesehen bei den Eigenschaften. Und ja, gucken wir mal. Also für Mobs ist er auf jeden Fall genial. Für normale Billo-Gegner. Das seht ihr gleich. Schauen wir uns zum Beispiel mal ihn hier an. Hi. Und sie sind getriggert und sie sind alle tot. Hallo. Die Combo. Und er ist tot. Und das hauptsächlich nur durch eine Nahkampfwaffe. Also wie gesagt, seht hier bitte die Schusswaffen als reinen Support. Sie sind halt da, aber ihr braucht sie nicht zwingend. Oh, kritischer Nahkampfschaden auf majestätisch aufgewertet. Toll. Und also normale Gegner. Wirklich, ihr solltet euch höchstens etwas vor Eliten in Acht nehmen. Je nachdem. Nicht mal unbedingt vor denen. Also dieser Glitch-Gegner ist schon speziell. Aber schaut euch mit denen da jetzt an. Oder sie hier. Au. Zur Hölle mit deiner ganzen Sippschaft. Kannst einfach dabei zuschauen, wie sie krepieren. Ja, im Husten krepiert. Ist das endlich vorbei? Also, ja, seht es übrigens auch so, dass ich gerade so viel Damage nehme. Das ist mein eigenes Gespinne, ja? Also, die Rüstung hat nicht die besten Werte für Apokalypse. Das gebe ich zu. Mir geht es hier wirklich einfach nur um Style, dass man ein bisschen was anders ausschaut. Wenn ihr jetzt Lidos Rüstung tragt oder irgendwas dergleichen, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber mir geht es halt einfach darum, dass wir mal ein bisschen was anders noch haben. Und ja, natürlich, wir machen einen Boss. Wir sehen uns da dann gleich. Bis gleich. Ich hab heute wieder ein Glück. Es ist schon wieder mal die Schnecke bei allen Gegnern. Ausgerechnet die. Naja, egal. Es wird schon irgendwie gehen. Einfach mal. Na, wo ist sie? Erwischt. Erwischt. Oh. Na, wo ist denn der Aufgang? Hallo, Aufgang.
Leiter? Hallo, irgendwo. Das Video wird doch ohnehin schon lang genug. Fucking Schnecke, Gott hasse ich diesen Boss. Da. Also. Und wir sind wieder mal runtergefallen. Ich sag, der Boss hier ist einfach lästig wie die Hölle. Ja, das war's. Scheiß Schnecke, echt. Also das ist wirklich ein Horrorboss. Das ist etwas, ja. Eine der wenigen Bosse, die du mit diesem Bild wirklich nicht encountern willst. Aber ihr seht, das ist sogar da machbar. Also, ja. Warum? Ist halt ziemlich schnell. Bei all den anderen Gegnern sieht es besser aus. Na gut, ich hoffe, euch hat das Bildvideo gefallen. Ist mal was anderes. Bis zum nächsten Mal denn. Tschüss. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann denkt doch bitte daran, ein Like, vielleicht sogar ein Abo und die...